Wir haben die dicksten Eier! Auch wieder 2023 in dem Sinne. Willkommen zurück zu Mario Galaxy 2, unserem großen Osterprojekt. An Ostern und über Ostern hinaus. Ein Schneebowser im Lavasee, wir legen los mit der Frostflockengalaxie. Ja, der Spruch war schon seit 2011 so ein bisschen ein kleines Markenzeichen. Ich finde es wunderbar, diese Zweideutigkeit. Ich meine natürlich, ne, beim Eiersuchen. So, wie ist das? Gut, der Lavasee ist ein bisschen widersprüchlich, der wirkt ein bisschen fehl am Platze, aber ich mag Kontraste. Feuerblumen Mario! In der Hütte ist so ein kleines Häsle versteckt. Muss mal ganz kurz gucken, wie wird denn das gemacht? Du kommst hier weiter, aber du kannst ihm irgendwie helfen. Oder? Oder will er überhaupt? Ist er überhaupt nicht gefangen? Der wohnt da, ne? Ich hätte ihm jetzt seine Hütte abgefackelt. Und dabei chillt er nur seine Base. Okay, gute Galaxie. Ich mag's. Was sagst du? Hier gibt es einige sonderbare Schneeskulpturen. Hoppel hopp, wie furchterregend. Wir gucken mal, ne? Was mich ein bisschen stört, ist eben, dass die Feuerblume auf Zeit ist. Das ist so eine kleine Galaxy-Krankheit. Macht schon Sinn, wisst ihr? Das ist schon nicht aus Willkür so getan, aber dadurch, dass du hier alles bestenfalls freilegen sollst oder willst, suboptimal, hätte ich gesagt. Muss man die sich immer wieder ranholen. Da sehen wir zum Beispiel schon. Ey, das ist doch Kunst, oder? Das kann man doch nicht einfach zerstören. Ich glaube, wir sollten uns mal gründlich Gedanken machen, auf welcher Seite Mario überhaupt steht. So langsam habe ich das Gefühl, er ist gar nicht der Good Guy. Wir unterstützen die ganze Zeit den Tyrannen und den Märtyrer und den Despoten, der einfach nur allen was Böses will und sogar über Leichen geht. Ich würde es tatsächlich mal so sagen. Unser Mario mal nicht vergöttern. Guckt es euch an. Ist doch grausam. Da hat einer quasi sein ganzes Lebenswerk da reingesetzt. Und da kommt so ein Klempner und denkt sich so, haha. Hat ja nicht mal was davon. Ihr könnt ja um diese Plattform drumherum gehen, aber auch das ist ihm nicht genug. Boah, ich bin mir nicht sicher. Ich schließe mal nicht aus, dass hier auch tatsächlich die Kometenmünze irgendwo sein kann. Deswegen. Ich muss es noch im Hinterkopf haben, ne? Es muss ja irgendwo noch gespeichert sein. Ganz weit hinten, aber irgendwo muss es ja stecken. Wenn man dran denkt, wie viele verschiedene Spiele, wie viele verschiedene Franchises ich abdecke und die Leute immer noch sagen, sag mal, warum weißt du das nicht? Ist doch mein absolutes Lieblingsspiel und du weißt das nicht? Ja, ist auch eins meiner 2000 absoluten Lieblingsspiele. Okay, ich habe die Kometenmünze. Ich habe ein bisschen gestockt, weil ich eine Münze gesehen habe. Ich dachte kurz, habe ich die Kometenmünze nicht eingesammelt? Muss aber, ne? Warte, ich mach mal ganz kurz. Ist hier nicht irgendwo gekennzeichnet, wenn man die hat? Das ist eine Sternenliste. Ist noch nicht abgespeichert. Ich habe die doch eingesammelt, oder? Ich habe die doch. Bitte sag mir, ich stehe ab. Auf jeden Fall, Lavasee. Das ist so wunderbar. Ich mag Kontraste. So. Wenn wir gleich mit uns einig sind, dass das so nicht funktionieren würde, weil so unmittelbar in der Nähe von dieser sengenden Hitze diese Lava ausstrahlen muss. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Lava wirklich Hitze ausstrahlt. Das erscheint mir nur logisch. Lava ist ja jetzt nicht wie in Videospielen, sondern die fließt da vor sich hin, zähflüssig aussehend. So Real-Life-Footage bezogen, meine ich jetzt. Ja, ist schon super heiß, ne? Und daneben kann kein Schnee. Er würde sofort schmelzen, denke ich. Selbst wenn er sich nur in der Nähe befindet. Oder wisst ihr da mehr? Guck mal hier mit der Bowser. Finde ich auch wunderbar, wie er die Posen verändert, wenn er getroffen wird. Und ja, wenn nichts wird, wird, wird. Und er wird nichts wird, dann wird er wird nichts. Dann denkt sich, der wird nichts. Weil der wird nichts wird. Weil nichts geworden bist. Okay, jetzt nochmal ganz kurz die Spannung mit der Kometenmünze, weil ich halt lost bin. Ich hab's doch gefunden. Ich hab die doch eingesammelt, locker.
Okidoki. Im letzten Part haben wir auch schon den ersten Schabernack-Kometen gelöst. Also immer, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, aber nicht zu viel Zeit für eine neue Galaxie, empfiehlt sich, einen Schabernack-Kometen zu lösen. Die erscheinen jetzt auch überall und ja, klar, gerne. Da sind wir dabei. Ich mache euch das glatt. Aber erstmal gibt's ja noch eine Aufgabe. Das war dieser Special Weg, ne, irgendwie. Wie kommt man da nochmal hin? Die rote Nase des blauen Sorbetti. Irgend so ein Zwischenboss, ne? Den braucht kein Mensch. Den braucht kein Mensch. Ist aber ein Schneemann, ne? Ach guck, ja, jetzt nicht mit der Feuerblume, sondern mit dem Fels-Mario kriegst du die Hütte kaputt, oder? Nix gesagt. Was denn? Schneide das raus. What's the difference? Irgendwo hier liegt ein krasser Weg. Ich dachte schon, wie lange will das noch rollen? Rollen oder trollen? Das ist hier die Frage. Oh ja, okay. Also der Zugang da hinten ist versperrt. Es gibt hier keine Feuerblumen. Wir haben sich gedacht, hier kein Durch... Finde ich witzig. Das ist ein bisschen witzig. Wir haben genug von dir. Der Mario macht immer alles kaputt. Und wart ihr schon im Film? Wart ihr schon im Kinofilm? Oh, also wenn ich das hier aufnehme, noch nicht. Aber wenn ich das hier hochgeladen habe, dann ja! Ich muss mal ein Mario Kart Part drüber machen. Ah, Mann, 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 Mann. Viel zu viel drüber zu reden. Habe ich heute schon das Programm angesprochen? Und naja. Wenn das eine oder andere Let's Play endet, dann, naja, wird es Zeit für Sonic. Aber auch wenn Mario Kart wiederkommt, ihr könnt euch drauf freuen, dann kommt Mario Kart auch dann erstmal jeden zweiten Tag, weil ich habe viel loszuwerden. Und dann machen wir nochmal ein... Wobei es schon zwei, drei Parts über den Mario-Kinofilm gab, ne? Es gibt bestimmt schon viel zu reden. Naja, ganz allgemein. Wart ihr schon im Film oder nicht? Wie sieht's aus? Denn dieses Projekt hier, Galaxy 2, habe ich natürlich auch verfasst aus der Intention heraus. Oder zu diesem Zeitpunkt gestartet, weil ich mir dachte, die Leute haben doch jetzt Bock auf Mario. Mario ist doch gerade in aller Munde. Also warum nicht endlich mal wieder, ne? Den Klempner losschicken. So, da ist ja auch eine Röhre. Ich bin mir gerade unsicher. Ich will die noch nicht beschreiten. Ich glaube, das hier führt mich dahin, wo ich hin möchte. Dann ist die Frage, wohin die Röhre führt. War das vielleicht sogar schon der dritte Stern? Oder ist einfach nur ein kleiner Bonusraum? Eins von beiden. Das ist der dritte Stern. Der will doch da... Naja, gut. Wir schauen. Wir machen Looky Looky. Erstmal gehen wir den Weg. Ich erinnere mich. Mit Wehmut. Und vielleicht auch mit Hellmut. Weiß nicht, da ist doch was. Was ein Schneegestöber. Kann man schnell durch, aber ich frage mich, was gab's hier nochmal? Dich gab's? In diesem Schneetreiben sieht man nicht mal seine eigene Pfote vor Augen. Uiuiui, uiuiui, hopp, hopp. Ha? Da geht's zum Boss, aber was war denn der andere Bereich? Ich habe so viele Fragen. Jetzt komme ich nicht mehr ohne weiteres hoch. Na, wird schon, passt schon. Der Sorbetti, Mensch. Er sieht aus wie dieser Planet, auf dem wir uns gerade befinden. Hä? Hm. Oder war ich weitergelaufen? Er war es. Der Planet war er. Deswegen sieht er auch so aus. Ja, Mensch, über Schönheit lässt sich streiten. Ich bin sicher, Schönheit kommt von innen. Du hast
Du hast bestimmt einen tollen Charakter. Wobei es ja nicht gesagt ist, dass jeder, der nicht schön aussieht, auch einen tollen Charakter hatte. Ach, ich glaube, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Und ich sag mal, wenn das jetzt alles war, was du... Oh mein Gott. Nee, das ist jetzt nicht wirklich Thumbnail-würdig. Da würde ich sagen, müssen wir uns noch weiter umgucken, ob wir noch irgendwas anderes finden, was wir auf Thumbnail packen können. Weil der Sorbetti, wenn er halt nach 2 Sekunden den Löffel abgibt und ins Gras beißt, die Radieschen von unten betrachtet. Ja, weiß ich nicht, ob das dann so repräsentativ für den Part ist. Wenn alles andere in der Mission 10-mal länger dauert oder 50-mal länger. Riesenwasserfall. Komm, immer her mit den Kometen. Immer her mit den guten Sachen. Da sind wir dabei. Boah, ich muss ja auch 1000 Sternteile da blechen, ey. Hab ich nicht. Ja, das ist noch ein Geheimnis. Das ist ja das Rätsel, was wir da hatten. Ja, vielleicht... Wenn das hier ist. Und vor allen Dingen wo. Muss ich aber grübeln. Yes. Luigi, ja, komm, mach mal. Mach einfach mal. Hallo, Bruderherz. Wieder auf der Suche nach Powerstern. Ich kann dich ablösen. Ja, komm, ich leg mich mal hin. Ich hab genug. Arschkalt hier. Mensch. Wenn du noch so motiviert bist. Aber was war da mit dem Wanderaffen? Das weiß gerade ich nicht so ganz. So, ich bin mir fast sicher, dass was auch immer sich hier verbirgt, in Geheimnissen. Es muss auf diesem Planet sein. War das nicht sogar irgendwie... Erinnerung ist ganz schwammig. Ach so, ach, wir kommen dahin, egal welche Aufgabe. Also, ob ich die erste oder zweite Mission mache. Ja, das ist ja fast schon ein bisschen irreführend, dass ich zur ersten gehen sollte. Willkommen bei einem weiteren Spiel mit dem Wanderaffen. Hast du Lust auf etwas Neues? Ganz einfach. Eislaufen und Gegner treffen. Nimm dich vor den Stacheln in Acht. Machst du mit? Claro, clarissimo. Dieser Powerstein gehört dir, wenn du 500 Punkte oder mehr schaffst. Gib dir also etwas Mühe. Das sollte nicht das große Problem sein. Gibt es irgendwie Minuspunkte? Weil wenn nur welche kommen, die ich treffen soll? Ja, gibt's. Ich weiß, ob es Minuspunkte sind oder ob die mich jetzt einfach nur blockieren. Ich meide sie einfach mal. Aber so wie die spawnen, denke ich mal, ich werde noch in einen reinrasen. Ja, mit Ansage. Wir geben keine Minuspunkte oder so. Hat 500 Points. Mann! Das ist ein Trüttel, ey! Ich gebe Luigi die Schuld. Nee, das habe ich sowieso... Ich will das besser machen. Ist ja logisch. Aber ich habe 450 Punkte. Am besten klappst du in geraden Linien über den Buis. Über die Buis, heißen die so? Komm, wir machen noch 600. Ist doch nicht das Ding. Oh, da sehe ich uns, ne? Also Thema Retro-Achievements. Wenn das irgendwann kommt. Mit der Wii. Das ist random generiert. Bin jetzt nicht ganz sicher. Ob das dasselbe ist wie eben. Muss dasselbe sein, oder? Das ist natürlich ein bisschen fies, das muss noch geschafft werden, aber dann... Ja, Mann. Ich will ihn ja nicht demütigen. Sehr gut, das waren 510 Punkte. Nach dieser Leistung muss ich dich als glänzenden Rivalen akzeptieren. Noch dazu gebe ich dir diesen Stern als Belohnung. Das mit dem Akzeptieren ist mir so Schnuppe. Gib mir meinen Lohn.
ganz ohne Hohn, gehe ich ans Mikrofon und sag dem Klon, dass ich... Lass es. Okay, ja, da haben wir die Galaxie aber mal richtig durchgedönert, das glaubst du aber wohl. Mit Luigi. Ein Geist ist aufgetaucht in der Forst. Was heißt dieses? Ein Geist, das hat immer mit Luigi zu tun. Immer derselbe Text, das haben wir schon vernommen. Und dann kann man sie nachmachen, was er gespielt hat. Mario, ein Brief für dich. Handbuch der Geheimtechniken. Springen, Tränen, Springen, Tränen. Immer schön im Rhythmus, hoppel, hopp. Kombiniert mit dem Wandsprung entdeckst du alle Geheimnisse. Nützliches Wissen aus dem Hasenbau. Hoppel, hopp, hopp, dein Sternhase. Papa! Dann hab ich auch so gedacht. Alles klar, ich könnte mir noch 200 holen, um den zu beglücken, aber wir machen die Kullerkunst-Galaxie. Hat die nur einen? Das glaube ich. Ich glaube, der kein Wort. Wir machen Kullerkunst. Ramm den silbernen Kettenhund. Also ich mache jetzt das, damit ich noch ein paar Sternteile ranhole. Und ich hoffe auch, dass wir die zweite Mission hier noch schaffen. Also, ich meine, dass wir die kriegen, dass es nicht nur Kometen sind oder so. Ich bin mir nicht sicher. Hey! Hallo, ich bin es, Schildhilf. Wenn du auf dieser Sternkugel balancieren möchtest, hör gut zu. Zuerst musst du auf die Sternkugel springen. Sehr gut, machst du das. Halte nun die V-Mode senkrecht nach oben. Genau so. Das ist gewissermaßen deine Ausgangshaltung. Aus dieser neutralen Position neigst du die V-Mode, um in die entsprechende Richtung zu rollen. Drücke Arm zu springen und wenn etwas im Wege steht, roll es platt. Genug der Worte. Probieren geht über Studieren, glaub mir. Da wirst du schon zurechtfinden. Wie schwierig muss es erst für Mario sein? Ich will die Sachen hier. So. Und auch das muss ich ganz klar sagen, ne, mit der alten V-Mode schwerer, true, als mit einer V-Mode mit V-Motion Blast. Ich brauche die Dinger. Es ist zwar in meinen Augen immer noch Schnickschnack. Und hier muss es irgendwo die Kometenmünze gegeben. Nee, das war der Schlüssel. Immer noch Schnickschnack und Experimente, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn es funktioniert, wie gesagt. Die haben V-Motion Blast nicht ohne Grund rausgebracht, sage ich euch auch, wie es ist. Ich mag ja auch WarioWare Smooth Moves sehr. Aber da hapert es oft leider, wenn man so ehrlich ist. Das Spiel hat so ein paar Probleme. Hier kriegt man das doch relativ präzise hin. Natürlich nicht so punktgenau, als wäre das irgendwie eine Steuerung mit... Okay. Mit dem Control-Stick. Aber, ja, ihr seht schon. Geiler Hengst-LP am Start. So, hier, da sehe ich schon... Ist es die Kometenmünze? Nee, aber doch, doch, die ist auch da. Ich glaube, ich nehme erstmal die... Ich glaube zwar, dass diese Sägen... Oh, Baby. Ja, so nicht. Schade. Bomben haben es verhindert. Ich werde trotzdem mal schnell machen, bevor hier irgendwas runterfällt, was ich nicht möchte, dass es runterfällt. Ja, gotta go fast. Das ist ein riesiges Lineal, ja, ne? Kreativ. Jetzt müssen wir noch den Gegner runterbatzen. Und ich sag mal so, ne, gewagt. Gewagtes Manöver. Und geparkt. Gewagt und geparkt. Schön. Jetzt macht es auch richtig Spaß. Da gibt es noch eine ganz, ganz fiese Galaxie gegen Ende, wo man sich anstrengen muss mit dieser Kugel. Das war auch früher ein Grauen. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich tatsächlich auch auf die allerletzte Galaxie des Spiels. Die ist ja wirklich nicht ohne.
aber ich bin guter Dinge, weil ich weiß, was auf mich zurollt. Gut. Ja, ich wüsste jetzt keinen weiteren Grund für eine weitere Mission. Ich hab da einen Brief für den Baby Luma. Mein lieber Baby Luma, oh Rosie. Ich mache mir Sorgen um dich, doch ich weiß, dass Mario gut auf dich Acht gibt und dich nicht in Gefahr bringen würde. Vielleicht könnt ihr hiermit etwas anfangen. Möge die Kraft der Sternteile mit euch sein. Wow, dem Brief waren ganze 50 Sternteile beigelegt. Und kein Absender, sonderbar. Ein paar fehlen tatsächlich noch. Boah, ja, Mensch, aber mit... Ja, ich gucke jetzt mal, ist hier noch was? Nee, aktuell nicht. Das heißt, da wird es auch nur insgesamt 2 Sterne geben, noch ein Komet. Guck mal, ich mach nix. Dann machen wir noch einen Schabernack. Und was den Schabernack angeht, versuche ich von hinten nach vorne zu arbeiten. Da ist noch einmal die Stern-Yoshi-Galaxie. Ist es nicht diese erste Aufgabe, nochmal auf Zeit? Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, aber... Kometenalarm! Alarm! Das Stachy-Problem ist wieder da. Das heißt, es geht wieder zum großen Lucky-Two. Der heißt Giga-Lucky-Two. Oder eben, was habe ich gelesen? Englischen oder japanischen übersetzt? King-Lucky-Two. Das trifft sich total, weil der hat eine Krone auf. Die Deutschen mal wieder. Giga-Lucky-Two. Aber es hat damit gar nichts zu tun. Es geht wirklich nur um die Stachys. Okay. Guck mal, die Aufgabe gibt in der Theorie... Ich muss alle besiegen, ne? In der Theorie auch richtig viele Sternteile. Das heißt, wir können das bald blechen. Aber wo ist nochmal? Es muss schneller gehen. Das war nicht so gut. Es war zeitlich nicht ganz ausreichend. Ja, kleine witzige Aufgabe. Stell mich an wie ein abgelaufener Joghurt, würde ich sagen. Das ist so das Zwischenfazit. Es fehlen noch 3. Sind die da hinten alle? Ups. Gerade nochmal. Gerade nochmal. Da hat man gleich Bock, es richtig viel besser zu machen. Nicht nur so ein little bit, sondern hauffeste Truff-mäßig. Anfang ist natürlich auch dann schon. Ich gehe auch unkonventionelle Wege, wenn es sein muss. Aber da drüben ist gar keine. Ihr seid alle hier. Witzig, die Stachis sind da, aber wo ist der Lucky Tour, der die abgeworfen hat? Ja gut, diesmal liegen wir deutlich besser in der Zeit, würde ich sagen. Ja. Ich finde die Kometen wirklich eine sehr gute Abwechslung. Im Vergleich zu den größeren Aufgaben, die man hat, einfach mal ein kleines Etwas. Was? Ding. Es hätte gereicht. Ich wusste, dass es gereicht hat, aber ich habe nicht darauf geachtet, dass... Ja, das war der Fehler. Piu, piu, piu. Zielt die Verwandlungszeit auch mit rein? Und jetzt nehmen wir hier die Richtung. So ein flüssiger Übergang, dass man die Fähigkeit nicht verliert, ist hier natürlich das A und O. Ich kann leider gar nicht so auf die Sternteile achten, wie ich das gerne hätte.
Vielleicht kann ich jetzt noch ein paar mitnehmen, bevor wir hier die Biege machen. Und dann reicht's auch, wir können die 1000 Sternteile auf der Karte blechen. Ich meine, ich habe noch welche auf der Bank. Ne? Aber es ist noch hübscher, wenn wir die nicht gebrauchen müssen. Okay, die sind auch schon gedespawnt. Passt, wackelt und hat Luft, würde ich sagen. Ich bin sehr erfreut, wie es läuft, nämlich wie am Schnürchen. Und wir haben Spaß in den Backen. Das war Stern Nummer 30? Oh, 37? Und die Galaxie ist komplett... Oh, als ob 18 Sternteile fehlen. Kullerkunst! Kullerkunst! 18 Sternteile... Ich weiß, wie ich die kriegen kann. Pass mal auf. Achso, ich bin ja eh in... Bin ich denn hier? Ja. Auf der Oberwelt, auf der Weltenkarte, gibt es auch diese kleinen Behälter. Ne, die habe ich alle schon gelootet. Kommt davon. Gut. Wer meint? Wie komme ich denn zurück zum Raumschiff eigentlich? Ah, ich weiß wie. Aha. Nee, wir machen das so. Ich hole mir noch 18 Sternteile hier. Ganz fix. Ich habe 9 mir verdient. Das ist ja fast nix. Sag ich dir, wie es ist. Aber ein kleines bisschen Reserve. Was will er denn? Du besitzt 1000 Sternteile. Es muss ein gutes Gefühl sein, solch einen Reichtum angehäuft zu haben. Das ist ja noch gar nichts. Leute! Und den hole ich jetzt auch an Bord, ne? So war das, an Bord nehmen. Aber gefüttert wird erst nächstes Mal. Oh, ein Gomelumas an Bord. Du solltest ihn besser füttern, bevor er zu quengeln anfängt. Leute, ja, das ist es. Bin gespannt, was für eine Galaxie er beherbergt. Weiß ich ja nicht auswendig. Deswegen Wundertüte für den nächsten Part, den ihr auf keinen Fall verpasst. Also, würde mich sehr über ein Like freuen. Bis dann und ciao!